hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Weiß nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt. Like a tornado. Und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich helf dich nicht mehr. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Los, los geht's! Live aus dem brandneuen Studio 1 in Frankfurt. Einen riesengroßen Applaus für unsere heutigen Gäste. Joko Winterscheid! Hallo! Hallo, mein Name ist Joko, 43 Jahre alt und ich bin live im Internet. Niklas Wilson! Hi, ich bin Willi, 24 und dank VitaRed bin ich schneller als Cristiano Ronaldo. Und Pause! Hallo, ich bin Bowser, 32 und heute nüchtern. Schön, Studio 1 hier in Frankfurt. Gute! Und an dieser Gute! War doch einstudiert, ihr Säcke! Und natürlich an dieser ersten Stelle schon mal einen riesengroßen Applaus für das gesamte Team hier! Vor und hinter der Kamera, da wird geackert. Und wir haben heute nur Spaß. Ja. Heute ist nur Fun. Hallo. Fun. Wie geht's dir? Ey, du, immer gut motiviert, hab Bock drauf. Ja, und ich auch, voll. Ich liebe Siro-Produkte. So, heute haben wir natürlich einen vollen Terminkalender. Einen Stundenplan, der ist gefüllt. Rappelvoll, mit tollen Rubriken. Wir spielen ja gleich die Kategorie Lieder zum Liebe machen. Und da geht's um Songs, die man beim Love-Making hören kann. Macht ihr da auch ganz gern Love, oder? Außer Love. Love. Love, L-O-V-E, machst du auch ganz gern, Dennis, oder? Ja. Und in der übernächsten Kategorie heißt es heiß und fettig. Die ist nach mir benannt worden, die Kategorie. Da geht es um heiße und fettige Songs, die, ich sag mal ganz ehrlich, 4 Minuten alt sind. Ja, die brandneu sind. Brandneu sind. Und ein kleiner Sidefact noch. Wir sind nämlich, und jetzt möchte ich mal ganz kurz so, oh ein Erstaunen. Oh. Oh. Nominiert für die Goldene Helle. Da geht ihr auf www.goldenehenne.de und stimmt ganz unten für uns ab. Da klickt ihr drauf, da sind unsere Köpfe zu sehen. Finde ich wunderschön, oder? Was sagt ihr zum Schild? Glückwunsch. Sieht gut aus, ne? So, Nominierungen sind immer ganz toll bei uns. Wir lieben Preise. So, tue ich mal eben und weg. Und natürlich ganz großes Dank an unsere heutigen Gäste, Joko Winterscheid. Nochmal einen Applaus natürlich. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
Du hast einen vollen Terminkalender. Heute bist du hier. Bist du gut in dem Spiel? Ich dachte, ich bin für dieses Worldwide Wohnzimmer tatsächlich da. Ja, das ist ja nur die Dachmarke. Aber da war ich nicht der Einzige. Das ist die Dachmarke. Die Dachmarke heute. Die Dachmarke, aber nee, ich habe keine Ahnung, wie gut ich bin. Ich glaube, ich bin nicht gut. Wir werden das nachher herausfinden. Als ich erfahren habe, dass man noch Karaoke singen muss, wenn man verliert, dachte ich mir, noch mehr, was mache ich hier eigentlich? Ich freue mich schon auf deine Stimme, wenn du singst und die Hände. Also besser als ihr, was ihr gerade gemacht habt, allemal. Das war trotzdem, wir haben uns auch Mühe gegeben. Das war auch schon... Die hohen Töne sind meine. Die gehören nur mir. Soll ich dich Niklas Wills nennen oder Willi? Willi. So. Willi, Applaus für Willi! Du bist Fußballer. Ja. Fußballer und Skimann. Und wir haben auch einen Ball hinter Pult, wo uns reingelegt. Jetzt noch nicht. Ich aber darf nicht. Ne? Du darfst nicht, weil du dich verletzt, dann kriegst du nämlich Ärger. Ne? Genau, so mich fragen. Aber du kannst mich anleiten, ich kann dann deine Tricks machen. Das machen wir. Das oder so ein Live-Kreuzbandriss wäre eine gute Schlagzeile für unsere Sendung. Stimmt. Das peitschende Geräusch. Psst, bist du gut im Songs erraten? Wie ist deine... Ich erwarte gar nichts von mir. Ich habe auch irgendwann so gegen Mittag mir das Ganze nochmal angeschaut und geguckt, um was es geht. Und dann wurde mir bewusst, boah, das wird heute nichts. Bowser, großer Applaus für dich natürlich. Ich glaube, du bist ja der Favorit heute. Wie gut kannst du dieses Spiel? Was glaubst du? Ich will mich nicht unnötig pushen, aber man nennt mich auch das Musiklexikon. Also. Wow. Ich bin ganz gespannt. Gut, dass wir heute aufgestanden sind. Aufgestellt, glaube ich, nach Köln heute. Ja. Oder? Danke schön. Doch, finde ich gut. Fangen wir da an. Ich wollte gerade sagen, ich spiele natürlich auch mit. Hallo. Und ganz wichtig, apropos mitspielen, der Chat, ihr da draußen seid die wichtigsten Menschen da vor dem Bildschirm. Ihr könnt immer eure Songs in den Chat schreiben oder lustige Kommentare oder ganz viel Pox, wie im Livestream, könnt ihr machen. Und natürlich, der Kanal hier oben steht's. Abonnieren. Der stand es mal, da oben. Da, so. Das kriegst du hin. Das machen wir. Da unten steht's. Und auch. Und da auch. Okay. Ja. Abonniert unseren Channel. Und wir wollen nicht unhöflich sein, aber ihr drei müsst dann erstmal auf die Couch, denn wir haben natürlich noch einen Platz für einen vierten Kandidat oder für eine vierte Kandidatin. Das heißt, ihr drei, bitte unter tosen Applaus. Ja. Auf die Couch. Denn, aber, fleißigen EDDS-Live-Zuschauern wird es aufgefallen sein, dieses Spiel, ich bin dabei, drei Promis, aber da fehlt noch eine Person und die holen wir uns heute aus dem Studio-Publikum. Das bedeutet, es lohnt sich hier Tickets zu kaufen. Da ist die 4. Und, ja, aber ich gucke gerne da rein. Aber das leuchtet ja rot. Lohnt sich Tickets, muss ich mir erklären. Tickets zu kaufen und deswegen haben wir uns im Warm-up drei tolle Mädels ausgesucht, die jetzt an einer Art Casting teilnehmen. Geht ganz fix, bleibt dran. Hier sind unsere drei Wildcard-Kandidatinnen. Juhu! Eine von euch wird heute in dieser prominenten Runde Kandidatin und darf um die goldene XXL-Ananas spielen. Das ist ganz einfach. Ihr stellt euch gleich mit eurem Namen vor, nachdem ihr gebuzzert habt in eure Kamera. Und dann könnt ihr 30 Sekunden lang sagen, warum sollen die Leute im Chat sich für euch entscheiden. Sind die Regeln klar? Ganz kurz, wie ist dein Name vorher schon mal? Annika. Annika! Annika. Dein Name? Angelina. Angelina! Und dein Name nochmal? Samina. Samina! Annika, du machst das den Anfang. Buzzern, da wo das rote Licht ist, reingucken, kannst du besser als ich wahrscheinlich. Ich glaube, die Ananas hat 30 Sekunden lang Zeit. Teile die Zeit gut ein, ist länger als du denkst, wie du eingerichtet bist zu Hause erzählen oder warum du motiviert bist. Es ist deine Zeit. Wenn du buzzerst, geht's los. Bitteschön. Hallo Freunde, ich bin Annika und ich sollte unbedingt hier Kandidatin sein, weil man nennt mich auch Anni. Kann heute hier gegen die Boys gewinnen und die goldene Ananas anfassen. Oh. Wow. Sternzeichen oder Jungfrau, Leute. Super. Lieblingslied vielleicht noch? Rudi, das Rüsselschwein von Dicht und Doof, nehme ich an. Das war Annika. Angelina, du auch. Buzzern und dann. Ja, mein Name ist Angelina. Ich bin 19 Jahre alt und ich würde gerne hier gegen die Jungs antreten, denn ich habe ein großes Musikspektrum und ich würde mich auch gerne in Strafkaraoke blamieren, denn das fällt mir leicht. Mhm.
Ja, was gibt's noch? Lieblingslied vielleicht? Da mein Musikspektrum so ausgefallen ist, habe ich kein Lieblingslied. Ach, das ist ja auch okay. Völlig okay. Dann halt kein Dicht und Doof. Dann nicht. 3, 2, 1, das war's. Last but not least, Wems auf den Buzzer und leg los. Ich bin Samina, werde morgen 26 und muss deshalb hier auf jeden Fall mit der Ananas nach Hause. Und mein Lieblingslied ist natürlich An die Wand von Dicht und Ja! Wo stellst du die goldene Ananas hin? Was machst du mit der Ananas? In meine neu möblierte Wohnung. Ah! Kohle hat sie auch, super. Alles klar. Neu möbliert, wow. Ja, da musst du dich aber leisten können, Alter, ist ja schon heftig. 3, 2, 1. Großer Applaus für alle drei Mädels. So, der Chat, also ihr da draußen, habt, wenn ich gleich jetzt sage, 2 Minuten Zeit zu voten im Chatfenster. Wer soll es schaffen? Und es geht jetzt los. Bam, bam. So, währenddessen, ja? Hast du was zu sagen? Ja, habe ich zu sagen. Dieses Spiel ist natürlich wunderschön, aber dieses Spiel ist nur so schön, weil die Regeln so toll sind. Und die werde ich euch jetzt vortragen. Die Stammfans werden es natürlich draußen schon wissen. Aber ich sag's nochmal für neue Leute, die da draußen dazugestoßen sind. Hallo, wir sind nominiert für die Goldene Henne. Also, dieses Spiel hat 5 Runden und jeder Spieler nimmt an insgesamt 3 Runden teil. Das Ziel ist natürlich, so viele Songs wie möglich zu sammeln. Das wird am Ende auf eine riesen Tabelle addiert. Die zeigen wir euch gleich mal. Und das heißt, hier ist natürlich Musik, Wissen und Musikkenntnis ist gefragt. Ganz wichtig, liebe Leute, wir haben noch Joker. Die habt ihr da bei euch schon mal liegen. Ich gehe mal jetzt zu euch. Die Pandemie ist ja vorbei. Das ist eine Joker-Karte. Schauen wir uns das mal an. Und die könnt ihr zücken. Wenn ihr also auch nicht wisst, hört mal da drauf da vorne zu, wenn ihr nicht wisst, wie der Song heißt. Ihr aber denkt, zum Beispiel, Willi weiß es. Oder da vorne im Publikum weiß es jemand. Dann buzzert ihr, sagt Stopp, Joker. Dann zerreißt ihr die Karte und dann wählt ihr euch einen Joker aus. Denn ich habe es gerade schon eingangs gesagt, in dieser Folge kann man sogar Menschen aus dem Publikum auswählen. Das ist natürlich ein Applaus wert. Es gibt den Publikumsjoker, wie bei Günther Jauch. Ja. Da gibt es ja auch bei Günther Jauch gibt's auch einen Publikumsjoker. Und Geld zu gewinnen, das gibt's hier nicht. Aber wir haben natürlich hier ganz viel Fun zu gewinnen. Und ganz wichtig, wer in einer Runde die wenigsten Punkte gemacht hat, der muss Strafkaraoke singen. Und das, es gab schon einige goldene Momente. Felix Lobrecht mit Farid Bang. Das ist natürlich ein Traumduo. Hier findet das statt. Ich gehe mal eben hin. Hier steht man dann und hier singt man dann, dass ihr das auch schon mal alle gesehen habt. Das ist der Spot. So. Ganz wichtig, ich habe es eben schon gesagt, es werden Punkte gesammelt und die werden in einer Tabelle gesammelt. Und diese Tabelle schauen wir uns jetzt mal eben an. So sieht die aus. Noch sehr schön. Unten ist als Beispiel schon mal Annika. Oh, da sieht man ja auch schon mit das Interface auch noch wunderbar. Genau, das ist alles kein Hexenwerk hier. Super, so sieht die Tabelle aus. Da werden die Punkte gesammelt und die Siege. Und ich habe gerade schon Gong gehört. Was war das denn? Das war der Gong, weil ich jetzt oder haben wir jetzt Mathe? Haben wir jetzt Mathe? Nein, kein Bock auf Mathe. Wir haben die Ergebnisse und deswegen bitte ich Sie, mir die Ergebnisse zu übergeben. Riesenapplaus für Klaus. Danke. Die Wildcard gewonnen und mit uns spielen, unter anderem mit TV-Persönlichkeit Joko Winterscheid, Musiker Bowser und Willi, Streamer und Fußballprofi Willi. Superstar. Und mit mir kann Annika! Yeah! Applaus für Annika Jimenez, bitte wieder zurück. Das heißt, wir warten nicht mehr lange. Dennis, ich bitte dich auf die Couch und hole hier mir ins Studio herbei. Joko und Bowser, kommt ins Studio. Joko, Bowser in die Mitte. Genau, und Annika, ich schreibe mir mal den Namen auf. Annika. So. Oh, habt ihr Bock? Ja, seid ihr ready? Okay, da kommen wir jetzt zu Kategorie Nummer 1.
Lieder zum Liebemachen. Ja, Amore ist natürlich ein Thema, auch bei mir. Ich liebe Amore. Amore kann ja viel sein, kann ja Geschlechtsverkehr sein, aber auch wenn man mal gut isst, ist es auch wie im Mund, wie Amore. Oder Bowser? Absolut. Gut essen. Parmigiano! Ja, man bietet gerne einen Pizzaservice, der so heißt. Ja? Pizzaservice, Joko, ist auch dein Thema, oder? Ja, ich bin jahrelang Pizza gefahren, ja. Tatsächlich. Ja, wollt ihr jetzt mal lustig machen? Nö, ich finde das gut. Ist doch ein ehrenvoller Beruf. Ja, absolut, ist doch ein toller Job. Ihr habt mir meine Sporen verdient. Ja, wir kriegen sie einfach geschenkt, weil das eine Pflicht ist in Deutschland. Annika, was machst du beruflich? Nimm uns kurz mit. Geh in die Schule noch. Ist doch wunderbar. Was machst du? Was machst du? Bist du sitzen geblieben oder bist du noch? Nee, nächstes Jahr mache ich Abi. Ja, sauber. Und du machst Abi, Annika. Ja. Was hast du vor, später? Was ist zu machen? Was ist zu werden? Das ist eine sehr schwierige Frage. Entertainerin. Kann doch sein. So schwer ist das nicht. Startet alles. So. Okay. Los geht's. Es gäbe einen Joker, aber. Brauchst du den, Bowser? Hau mal raus, was glaubst du? Was ist der Titel? Der Titel, ne? Rihanna. Okay, mit? Boah, warte. Ich glaube, ich habe zu früh gedrückt. Drei. Jo. Okay. Annika und Joko, ihr könnt noch. Ich werde jetzt einfach, also Rihanna hätte ich auch stimmlich erkannt. Amazing? Gibt es? Schauen wir es mal an. Nein. Annika, du hast noch ein paar Sekunden. Sag mal. Rihanna, Sex with me. Sex with me. Das wäre zu leicht gewesen. Das ist ja viel zu leicht. Wirklich? Hättest du es gewusst? Ich hab gedacht, das kann auf keinen Fall so sein. Nee, hab ich auch gedacht. doch, hier geht alles. Das wäre zu leicht gewesen. Wir dürfen schweinisch sein. Gewünscht von Stella aus dem Chat. Riesenapplaus für Stella. Ihr werdet hier erwähnt von Prominenten. Also schön in den Chat schreiben. 000, Sex with me, ist auch ein tolles Motto. Und eine Lebenseinstellung. Weiter geht's. Oh. Let's get it on. Ist es Marvin Gaye? Könnte ich. Ja! Nicht schlecht. Sorry, wenn ich mich immer so freue, aber das ist immer so, ich finde es immer so unangenehm, wenn man bei so Klassikern nicht weiß, was es ist, wenn man dann so komplett daneben liegt, wo man nicht weiß, ist Marvin Gaye ein Mann oder eine Frau? Gewünscht von Gabriel Martavius. Ihr wollt mich wieder triggern da draußen mit euren speziellen Namen, aber habe ich gut ausgesprochen. 1-0-0. Bowser, Vollgas geben. Annika auch. Weiter. Gewünscht von Lukas. Auch ein, ist für mich ein Evergreen, oder? Ja, aber Whitesnake. Whitesnake wäre ich nicht drauf. Nee? Annika, du? Nee. Das ist nicht deine Zeit, ne? Voll. Joko, ich merke, dass du so ein bisschen diesig. Du brauchst, glaube ich, ein bisschen Motivation. Alkohol? Deswegen haben wir hier, Joko, für dich, glaube ich, die beste Motivation, die du überhaupt bekommen kannst. Mach einen riesengroßen Applaus für Frank Thunmann! Ich bin nicht hier, ich bin in Berlin. Du bist live zugeschaltet? Ja, natürlich. Ja. Sitzt du noch in der Firma? Ja, aber hier ist das beste Internet. Mein Zuhause ist nicht so gut. wie schön, Frank. Aber, da kommen wir jetzt zu. Ah, da kommen wir jetzt. Frank hat was vorbereitet. Oh Gott. Ja. Möchtest du deine Rede halten, an Joko gerichtet? Das wäre wunderschön. Ja, sehr gerne. Okay, los geht's. Gerne. Okay.
Hallo, mein lieber Schmutebär. Ich bin leider weit weg von dir. Und das löst in meinem Herzen ein großes Aua aus. Doch sei dir gewiss, mein schöner Prinz, dass ich heute Abend ganz fest an dich denke und ganz nah bei dir sein werde. Deine königlich anmutende Größe, dein zart schmelzender Charme und dein gottgegebenes Gehör werden dich schlussendlich zum Sieg führen. Wie sang einst Mark Forster? Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. In Liebe, dein Tonmann. Das hat mich ein bisschen an Las Vegas erinnert gerade wieder. Genau, Las Vegas ist das Thema jetzt. Las Vegas ist das Thema. Habt ihr die Scheidung schon eingereicht oder seid ihr immer noch verheiratet? Ja, wir sind uns bis heute nicht sicher. Ich habe immer Angst, wenn ich ableben sollte, dass Frank dann sagt, ah, warte mal ganz kurz, wir haben uns doch damals in Las Vegas geheligt. Habt ihr einen Ehevertrag? Haben wir nie einen Ehevertrag gemacht und die Hälfte gehört ihm. Natürlich weißt du, Frank. Frank, zieh ihn aus. Dir gehört eigentlich alles. Hi. Danke. Riesenapplaus für Frank. Danke, das ist schön zu hören. Also, viel Erfolg. Danke, dass du extra so lange auf der Arbeit geblieben bist. Ja, na klar. Aber nur, dass du weißt, 18 Uhr ist offizieller Dienstschluss bei Florida TV. Nicht, dass du jetzt da Überstunden aufschreibst. Nee, ab 20 Uhr komme ich auch mit dem Schlüssel hier nicht mehr rein und raus. Deswegen muss ich jetzt schnell abhauen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke dir. Frank, komm mal. Ja, wow. Okay. War das schön. Hat es doch motiviert, so minimal. Sie haben mir Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Warte, wir werden nächstes zuschalten. Yeah. Okay, Buddy, weiter geht's. Oh. Wow. Ah. Ich muss den Joker hier, Joker! So, zerreiß ihn. Nee, zerreißen. Zerreißen. Ah, sehr schön. Und jetzt wählst du aus. Bleib mal stehen, wer möchte? Andi. Da bist du auch schon. So, stell dich vor, wie heißt du? Was Andreas. Machst du? Andreas. Listen to your heart. Roxette. Nee. Ach, wirklich? Das gibt's doch nicht. Ja. Maxi 101. So einfach. Man war im Kopf so, wer ist die Sängerin? Man hat gar nicht an die Band gedacht. Klassiker. Ja, tatsächlich. Aber wenn man hier steht, Sie zu Hause denken sich wahrscheinlich so, ah, das hätte ich gewusst, wenn man hier steht, ist alles anders. Lass ruhig duzen bei uns im Chat, die sind alle blöd. What? Das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, die im Chat sind alle super. Besonders. Blöd. So, Annika, ein Punkt, Bowser noch null, aber kann sich alles ändern. Weiter geht's. Das nächste Lied heißt Ich fick dich durch die ganze Wohnung. Es gibt einen Joker, Anwärter. Ich weiß nicht, also soll ich jetzt einfach Joker ziehen? Oder sag Joker. Joker. Zerreißen. Zerreißen. Und auswählen. Der Herr, der steht, wir kennen uns noch nicht. Riesenapplaus. Riesenapplaus. Wie ist die Kassierer? Wahrscheinlich. Wie heißt du? Mathis. Mathis. Ganz kurz, Mathis, bevor du hier was antwortest, ganz kurz umhängen und so, dann gleich wiedergeben. Ne? So. Das ist ganz viel verloren. Ganz wichtig. Das ist nicht schlimm. Danke, das ist alles alt. Ja, so. Joko, für uns Gladbach-Fans, ne, mache ich das gern für dich. Danke. Das sind die Kassierer. Ja, ich fick dich durch die ganze Wohnung. Ach, so einfach. Ja, danke dir. So. Wie verkopft man hier rangeht. Das ist meine letzte WhatsApp-Nachricht. Das liegt auf der Hand. Ne? Lag voll auf der Hand. So, Willi, wäre das deine Rubrik? Hättest du gewusst? Das ist mein WhatsApp-Status. Deine letzte Nachricht, ne? Okay. 2-0-1, weiter geht's. Madonna like a virgin. Wow. Du bist wie Madonna. 19? Das muss ich wissen, ne? Ich kann sagen, das wäre natürlich sonst blöd gewesen. Habt ihr Madonna schon mal getroffen? Oder fast? Seid ihr aneinander vorbeigelaufen irgendwo mal? Nein. Nee, no, ne? No chance. Nee. Ich hab mir mal kurz überlegt. Müsstest du Madonna vielleicht fragen, ob sie mich getroffen hat? Wow. Willi, du schon mal?
Als Getränkemogul und Streamer-Star? Nee, ist aber auf der Liste. Ja, ist auf der Liste. Ja, ist auf der Liste. Okay. Dennis, ich frage dich gar nicht erst. Okay, 2-1-1, weiter. Snoop Dogg, Sensual Seduction oder Sexual Eruption, je nach. Ja. Der Markus, was heißt denn Sensual Seduction auf Deutsch? Sinnliche Verführung, würde ich jetzt sagen. Oder sowas. Annika, oder? Du hast doch Abi, bald. Wie, was heißt das auf Deutsch? Englischkurs? Ja, das ist ja... Bitte? Das ist ja... Mach mal weiter. Was sind deine Leistungskurse? Ja. Englisch und Povi. Jetzt warte mal, pass für Annika. Okay. Du machst nächstes Jahr Abi, dann drück mal die Daumen. Dankeschön, danke. Weiter geht's. George Michael, Fearless, nee, warte, Careless Whisper. Ah, shit, ja. Careless Whisper. Ja! Völlig richtig, gewünscht von Paul Schneider. Careless Whisper, denn es heißt... Geflüster, rücksichtsloses Geflüster. Rücksichtsloses Geflüster, oder Willi, du nickst? Ja. Das ist bestätigt. Sehr gut, Bestätigung. Ja, ist das das? Bestätigung. Das? Ja, ne? Das hätte ich sogar gewusst. Das. Okay. Weiter geht's. Wäre jemand, der es wüsste? Ist er nicht? Hallo. For You von Ariana Grande. Pause, es geht ein Joker, falls du ihn einsetzen willst. Musst du aber nicht, du kannst. 2, 3, 1. Ne. Es wäre Ariana Grande Positions. Wow. Positions. Ja. Position switchen ist auch ganz wichtig, finde ich. Sonst wird es eintönig. Oder lüge ich? Nee, oder? Deine Positions. Was? Deine Positions. Gleich in Runde 4. Was? So, weiter geht's. Das ist das nicht Justin Bieber? Mit? Yummy, yummy, yummy. Ah, weiß ich nicht. Justin Bieber, yummy, yummy. Nein. Nein. Annika, du hast noch eine Chance. Nur yummy. Each featuring is a Justin Bieber, yummy. Ja! Gewünscht worden von Die Froni, Die Frohnatur, sage ich ganz gerne. So, Abstauber ist Geld natürlich auch. Gut, coole Frise, Joko. Danke. Kann ich mal sehen. Okay, okay. Ja, 2-3-2. Ihr wart nah dran, Jungs, aber Annika war schlauer. Weniger ist manchmal mehr. Ah, passt auch in die Runde. So, weiter geht's. Das ist Let Me Love You, Mario. Okay. Gewünscht von Marco Dings. Und Bowser, damit hast du einen Matchball. Ein Punkt noch und du hast die Runde gewonnen. Und die anderen beiden verlieren. Wenn wir dann zwei haben, müssen wir zusammen Karaoke singen? Ja. Wäre okay für mich. Ich bin doch einfach sehr leise. Aber bitte mit der einen Friese, die du eben hattest. Ja, hier, warte. So. Ja, genau, super. Okay, 2, 4, 2, weiter. Love Me Like You Do von Ellie Goulding. Ja! Yeah. Gewünscht von Alex. Love Me Like You Do. Und damit, Annika,
kletterst du hinten ran. Joko, Vollgas geben. 2 Punkte. Ja. Das schaffst du, Junge. Gib Vollgas. Ich gebe jetzt Vollgas. Weiter geht's. Blow my whistle von Jason Derulo. Nein! Whistle von Flo Rida. Ja! Ja. Annika, damit hast du auch einen Matchball. Ein Punkt noch und du gewinnst die Runde. Aber ich gebe jetzt Vollgas. Ja. Kletter hoch. Joko muss ja aktuell alleine singen. Ja, das wär sehr ärgerlich. Okay, weiter geht's. Watermelon Sugar High von Harry Styles. Wow. Der wünscht von TMKDB. Klingt wie ein Aktenzeichen. Ist das ein Name? Hallo TM. Ja, KDB. 344. Ein Punkt noch, Joko. Und auch Matchball. Ja. Ist eure Musik hier? Willi, deine Musik? Harry Styles? Ich glaube, ich wäre so bei 4 Punkten, wäre ich auch, glaube ich, gerade. Ja. Also ich bin gut dabei. Ich habe jetzt bei TikTok gesehen, da könnt ihr uns folgen, @www-show, dass Harry Styles ein Toupet tragen soll. Hä? Mhm. Gebt mal ein. Alles. Glaub nicht alles, was du auf TikTok siehst. Echt nicht? Nee. Okay, okay. Es ist 2022. Sorry, Leute, ich bin 43. Okay. Okay. 3, 4, 4, weiter. Oh, Annika. Sextape Katja Krasavitsch. Ja! Yeah! Damit geht Annika die allererste Runde. Riesen Applaus. Und damit, Joko, geht die erste Runde Strafkaraoke an. Und zwar singst du von Helene Fischer. Nein! Komm los, Joko nach vorne! Ich kann nur den Rest. Was? Auf Karaoke. Sorry, Leute. Ihr wollt es. Wo kommt das? Ah. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Stadt, das ist unsere Nacht, wie wir uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo. Oh. Oh, was das für uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Ich kann nur den Part. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen. Was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Jetzt für die goldene Anemone. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, ich bin dir. Wir sind heute unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Wie lange geht das noch? Haben wir es? Oh, für die goldene Henne abstimmen, bitte. Publikumspreis. Goldene Henne. Dankeschön. Ja, ruf einfach meinen Namen. Das ist unangenehm. Oh Gott. Wow. Wow. Ja, wow. Stark. Stark. Ein Hebertell hier. Das ist wirklich stark. So. Wenn du stark zu mir sagst, fühle ich mich irgendwie schlecht. So. Das ist unangenehm. Ich würde gerne das. Nee, Boden ist ja warm gelaufen. Jetzt läuft der Motor. Jetzt machen wir direkt weiter. So, wir kommen jetzt erstmal zur Live-Tabelle. Da gucken wir mal drauf. Wie sind die Punktestände? Und da wird sich jetzt was tun. Ich sehe doch jetzt schon Bewegung. Annika, Applaus ganz vorne. In der
In der nächsten Runde spielen Willi, Dennis und Annika. Die können sich hinter mir schon mal ein bisschen positionieren. Und ich sag euch jetzt schon, was die übernächste Kategorie ist. Und zwar, wie war die Frage? Danke, wir suchen also Songs mit einem Fragezeichen hinten. Wie zum Beispiel, Who Let the Dogs Out? Oder With a Love. Also irgendwelche Songs mit Fragezeichen hinten. Die haut er jetzt in den Chat und seid Teil dieser, wirklich dieser Show, die Entertainment-Geschichte schreibt. Abonniert den Kanal, liked es, votet für die goldene Henne. Oder für uns, nicht für die Henne. Macht es alles möglich. Und ja, habt ihr euch schon hingestellt? Ja. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Nummer 2. Heiß und fettig. Ich habe noch zwei neue Jokers. Ja, ich brauche Joker. Braucht ihr Joker? Da sind doch zwei Joker. Ich habe einen, dein ist ja kaputt. Ja. Ich nehme noch einen. Zwei Joker, danke schön. Das ist in Erinnerung. Kannst du den Arsch ja, gut, danke. Cool, danke. Schreibe ich nachher. Ich auch. Ja. Willi, dein Joker? Danke, brauche ich. Sehr gut. Dennis, ich habe noch einen. Ach, du hast noch. Wieso kriegt sie? Die hat doch schon einen. Ja, sie hat. Das ist, ich habe was falsch. Geh jetzt. Ich mache den Weg. Fast. Dann komme ich noch mal zu euch in die Lounge. Fehler meines Bruders. Danke. Okay. Heiß und fettig. Aktuelle Hits aus diesem Jahr. Gibt's ja viele Hits. Deswegen wird die Runde nicht so einfach sein. Willi, bist du selbstbewusst? Glaubst du, du kannst es schaffen? Ich kann's. Und er wusste viel jetzt auf der Couch gerade. Ich wusste gerade viel, aber... Ja? Ja, ich hoffe, dass die Leute da draußen ein bisschen an mich denken. Ne? Ja, natürlich. Im Chat schön kleine Herzchen rein. Oder Willi, hey, sieh mich, markiert ihn. Was hast du denn da? Macht so viel Spaß, dass wir spielen. Wirklich? Willst du lieber das spielen? Dann kommt jemand anders in die Mitte. Okay. Nee. Dann sag ich jetzt, los geht's! Berlin Sommer, Polo Sport, Jugendlichen, 97er, Nex und mein Shirt, das ist Face, da steht Kreuzberg 6-1. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids, überall gehen raus. Pascha nimm, kleiner Prinz. Ja! Bin ich doch! Willi, was ist dein Bodycount? Was? Dein Bodycount. Ich war im Englischunterricht Kreide holen. Ah, okay. Was heißt Bodycount, Annika? Oh. Du bist ein kleiner Charmeur, glaube ich, oder? Du bist doch hier wirklich, wenn du hier rumguckst und dich umschaust und eben bist du durch die Gänge gelaufen, die Praktikantinnen. Hä, wer ist denn das? Ja, also mein Joker ist auch definitiv jemand, der Single ist, ne? Ah, okay. Alles klar. 1-0-0. Dann fragst du nicht nach meinem Bodycount. Die Antwort kenne ich ja. Steht unten im Punktestand. Okay. Ja, 100. Weiter geht's. Bin krank. Tabletten der Flecken, Tabletten und Suft, trotz Staub und Zigarettenrauch in der Luft. Ist da dein Blick? Kraftklub, dein Blick. Was? Oh. Kummer, dein Blick. Nein. Kraftpaket, Blick. Kraftklub, blaues Licht. Kraftpaket, auch gut. Ja. Wie so eine Band aus dem, wie die Ossi-Variante von Kraftklub. Ich komme tatsächlich auch aus dem Osten. Das ja, ist okay, so deswegen. Ja, okay. Gewünscht von Fred Lüll 32. Fred Lüll 32, wunderbarer Songwunsch. Kraftklub, natürlich eine tolle Band. Ja, super. Weiter geht's. Ja, es war auf wunderschöne Zeiten. Olaf, der Flipper, wir sagen Dankeschön mit DJ Herzbeat. Das ist 100% richtig. Olaf, der Flipper, 40 Jahre? Ja, das kann man nicht richtig sehen. Annika! Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flipper. Olaf der Flipper, wir sagen Dankeschön. Wir haben davor rüber gesprochen. Wer hat sich das denn gewünscht? Achso, was mein Fehler war, dass ich DJ Herzbeat gemacht habe. Ja, du hast es zu. Der Fehler war bei mir, dass ich nicht richtig zugehört habe. Wer war der Songwünscher? Willi, lies doch mal vor. Stavke Uglie. Stavke Uglie. Muss vorsichtig sein, du wirst da immer... Ja, ja. Die versuchen, dich irgendwie Panne zu machen. Ihr wollt mich da draußen triggern. Ich warne dich. Oder?
1-0-0, weiter geht's. Joker, zerreiß den Joker. Zeig's, zerreiß ihn. Kratsch, kada, 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 kratsch. Ein großer Applaus für den Joker erstmal. Lass mich nicht im Stich. So, wie heißt du? Olli 31 und es ist Harry Styles Late Night Talking. Willi 24, geil. Yeah. Pickle-Rick04 hat sich den Song gewünscht, damit gehst du in Führung, Willi. Bowser, hörst du aktuelle Musik? Heiß und fettige Musik? Ja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Kennst du den Newcomer, den du uns empfehlen möchtest vielleicht? Ja, bestimmt. Dann überleg mal. Joko, du doch sicherlich auch, oder? Ich überleg auch mal. Überleg mal, aber hörst du aktuelle Musik, Joko, oder eher? Aktuell höre ich keine Musik. Grundsätzlich Oldies oder Soul? Alles die 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. So muss das sein. Okay, weiter geht's. Luciano, Beautiful Girl. Yo, das war eigentlich meins. Das war eigentlich. Ja, das war meins. Willi, was war los? Ich wollte noch mal sicher gehen. Ja, ein, zwei. Das ist aber falsch hier. Ja, super. Danke. So. Annika, ist deine Mucke so ein bisschen? Luciano, geht dir gerade ab durch die Decke hier? Ich bin am Struggeln gerade. Ja, aber hörst du die Musik gerne? Oder was ist dein Genre? Oh, eher so, was im Radio läuft, so Ohrwürmer. Marc Forster und die Chöre singen für dich. Vorhin konnte Schmidt singen bei euch. Oh, 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 oh. Kennt ihr diesen Marc Forster-Trend auf TikTok gerade? Lass den Marc in Ruhe! Ja, frag mich nur, wo die irgendwie die Texte. Ach, ja, ist egal. Hab eine andere For You-Page. So. Aber zwischendurch mal hier voten. www.goldenehände.de. Gehst du den Leuten auf den Nerv, auf den Sack? Ist doch meine Show. Dann klick doch weg! Weiter geht's. Domitiana. Ohne Benzin. Jo. Ja. 2-2-0. Annika, Vollgas geben. Du hast mich gesagt, du sagst immer nur gehauen? Vollgas geben, Vollgas geben. Wir geben alle Vollgas. Nee, Annika nicht, der hat 0 Punkte. Ist ja wohl. Bist du so auch in der Schule? Du sitzt einfach so da. 0 Punkte. Was ist denn dein Lieblingskurs? 0 Punkte. Was ist dein Lieblingskurs? Dein Fach? Ja, Povi. Kovi, was ist Povi. Das? Kovi, jetzt kenn ich auch. Politik und auch. Okay, und in welcher Reihe sitzt du in der Klasse? Ist doch jetzt komplett egal! Nein, bist du hinten, die sagt, ey, Ruhe! Oder die so auf dem Kopf schläft, auf dem Ding? Nein, der Schleimer vorne. Ja? Da merke ich gerade nichts vorne, Annika! Okay, weiter. Das ist einzigartig. Das ist Ben Zucker mit Hurricane. Nein, das ist es so. Ich habe keinen Joker mehr. Das ist Ben Zucker. Es gibt leider keine Joker mehr gerade in der Runde. Ben Zucker friss mich auf. Hä? Annika, du kannst doch. Vielleicht weißt du es. So, ich glaube, Annika weiß es auch nicht. Electric Callboy mit Hurricane. Krass. Gewünscht von Betty. Das ist modern. Ich glaube, die Jungs entschuldigen. Da muss ich mich ja bei den Jungs entschuldigen von Electric Callboy. Tut mir leid. Ich habe euch für Ben Zucker gehalten. Ich habe dir nachgequatscht, ne? Ja. Wie eine Eins. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Aber Electric Callboy, wären ja fast zum ESC gegangen. Bowser, ESC, was für dich? Auf keinen Fall. Ne, das ist so eine Riesenehre da. Das oder? War bestimmt mal eine Riesenehre, ja. Joko, du doch, mit deiner engelsgleichen Stimme. Wir machen Joko zu Dresden sehen. Man muss Joko, mal live singen, habe ich gehört, das macht keinen Sinn. Doch, ja, das stimmt. Eine Ballade mit langem Kleid, viel Nebel. Wäre aber witzig, weil den Vorentscheid könnte ich vielleicht sogar aufgrund von Publikumsnähe holen. Ja. Und dann für Deutschland da aufzutreten vor ganz Europa, das fände ich wieder witzig. Wer will das? Ich will das jetzt. So, 2-2-0, weiter geht's. Wildberry Lele von Nina Chuba. Das ist völlig richtig!
Ihr wünscht von Waterlands. Ah, jetzt fangt ihr mit dem englischen Sachen an. Ich kann auch die Age. The. So. Willi, apropos Wildberry Lele, ohne deine Getränkemarke zu nennen, aber du machst Getränke. Genau. Kann man damit gutes Geld verdienen? Ich habe ein Dach über dem Kopf, habe Essen auf dem Tisch. Du hast schwere Ketten um den Hals? Nee. Oder das Blender? Das Blender. Das läuft an, ne, im Wasser. Ich war letzte Woche in Türkei. Ja. Ja, war schön. Muss ich auch mal hin. So, 2, 2, 1, weiter. I Believe von Kamran. Wie heißt der? Kamran, wie heißt der? Können wir es gelten lassen? Leider nicht. Keine Ahnung. Was hast du nochmal gesagt, Annika? Komm ran. Ja, komm ran. Ich habe aber eben auch Watermelon Sugar High ja. gesagt. Und ja. der Song heißt Watermelon Sugar. Also da muss ich. Ja, aber dir zählt der Promi-Bonus, Joko. Natürlich nicht, Annika. Ich habe dich dahin gebracht, wo du gerade bist. Durch meine Motivationssprüche. Deswegen hast du ja schon mal einen Punkt. Ja. So, durch mein Anpeitschen. So, wie, zwei. Du bist echt eine Fahne im Wind. Ich habe eine Fahne. Ah, weiter geht's. Immer noch Rambo, der Boy ist immer noch Rambo. Ja, immer noch Sau für das Ghetto, kein Radio. Immer noch Butterfly unter dem Carlo. Immer noch Rambo, yeah. Flizzy ist immer noch Rambo. Flair immer noch. Nein! Sagen aus meinem Diener. Immer noch Agro Berliner. Immer noch Rambo, der Boy. Flair immer noch Agro. Gewünscht von Euda. Willi, was macht dich aggro? Was muss passieren, dass du aggro wirst? Stream Sniper und FIFA. Was sind denn Stream Sniper? Das sind Leute, die zu Hause, während wie ich mit meinen Jungs zocke, ich auch die PlayStation anmachen und bewusst uns nerven. Ach so, sowas gibt's auch? Ja, ja. Was machst du dann? Kann man da irgendwas tun? Eine PlayStation-Polizei oder so einschalten? Ich schalte dir eine Werbung. Jo. Ah, genau, eine Werbung vorsetzen. So. Das kennen wir hier nicht, Benni, bei Öffentlich-Rechtlichen. Nein, kennen wir nicht. Wir sind stolz, öffentlich-rechtlich zu sein. Danke für alles. 2, 3, 1, weiter geht's. Guck an meine Wrist, ist die Breitling-Uhr. YSL no Plug ist die Leitfigur. Ich take einen Flight und flieg nach Las Vegas. Und ich stack my money high, so wie Skyscrapers. Money Boy Skyscraper. Ach, oh. Ich will nur das Paper. You ain't about the life, boy, du bist nur ein Faker. Money Boy Faker. Nein, meine Wrist ist die Breitling-Uhr. YSL und Plug ist die Leitfigur. Ich take einen Flight und flieg nach Las Vegas. Guck an meine Wrist, ist die Breitling-Uhr. Gewinnt von Baller. Joko, du hast auch mal Money Boy kennengelernt, oder? Ja. Wie war er damals so? Ich habe ihn auch kennengelernt, aber erzähl drauf, du erst mal. Mara. Der war, ja? Ja, gut drauf war der. Gut drauf war er. Kennt ihr das Trap House Kitchen, wo er kocht, tolle Gerichte zaubert auf seinem YouTube-Kanal? Bitte? Trap House Kitchen. Nein. Ist seine Kochshow. Kenn ich nicht. Kennt ihr doch da im Publikum bestimmt, oder? Oh. Einschalten. War uns das schon mal kennengelernt, Money Boy? Ich persönlich nicht. Ne. Aber der Typ ist wirklich Kult. Ja. Coole Info. Ja, was, war ein was Punkt. Was machst du da? Was ist das für ein Ding? Das ist meine Stimmungs, mein Stimmungsding. Wenn die Stimmung kippt, dann... Genau, dann... Okay, 2, 3, 1, weiter. Ausmacht von Emilio Sacraia. Ja! Ihr wünscht von Jana Schmidt Ausmacht von Emilio. Auch ein TikTok-Hit. Willi, TikTok ist auch dein Ding, oder? Ja, ist eine coole Plattform. Machst du auch so zu Ausmacht? Hast du auch so ein Reel gemacht? Tatsächlich nicht. Ich kenne den Song nicht. Ne? Ja, was soll ich erzählen? Okay. Was für ein Trend ist gerade auf deiner For You-Page? Ich habe El Blondetto, El Blondetto. Das habe ich zum Beispiel. Und ich bin bayerisch, Leberwurst. Und ja. Ich bin freilich. Oder wir kenn ich nicht mal. Was? Mit dieser Geschichte hier, wo sagt, ich erzähle euch eine Geschichte und das war da. Da erzählen Leute ja. Beat. Okay, ja. Cool. Nee. Was ist denn auf deiner For You-Page? Viel Sport.
eingeölte Frauen und sowas. Ja, Sportclips. Sport. Okay, Sport. Zwei, Annika, du drei. Auf TikTok? Ja, genau. Ja, aber ich habe den One Thing About Me Trend gerade. Hast du mitgemacht? Nee. Ich bin Annika und so was ich euch sagen wollte. Okay, ich mach Abi demnächst. 2, 3, 2, weiter. Sie hat ihre Nägel an dem Bund von meiner Swag. Big Boy, Big Chain, Diamonds on my neck. It's gonna be a OZ, bring it back. Oh, Shindy, Hot Summer. Guck mal, sagen. Ja! Ich bin ja eher so ein Winterkind. Ich liebe den Zwiebellook. Ich heiße Sommer. Ja, du magst heißen Sommer, ne? Ja, ich heiße auch Sommer. Er heißt so. Dein so, Gast heißt so. Die Nachnamen guck ich mir doch nicht an. So, weiter geht's. 3, 3, 2. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause. 3 Tage am Meer. An Mai Kantereit, 3 Tage am Meer. Dennis, wer hat sich den Song denn gewünscht? Shino Tenshi 0320. Ah, okay, alles klar, cooler Name. 333, es ist ja wirklich spannend. Wie geplant, wie eine Probe besprochen. Super, weiter geht's. Raf Camora und Bones Diamant. Ja! Ja, ich doch. So, der Songwunsch kam quasi von mir und zwar von der Niveau-Reduzierer. Das ist wirklich mein Zweiteck. 4-3-3. Willi, ein Punkt noch, du räumst das Ding hier ab. Ja, wie eine 1. So, ich bin mal gespannt. So, weiter geht's. Zu jedem Treffen mit deinen Eltern kam ich Stunden zu spät. Bei jedem Abendfeuer war ich mit den Jungs unterwegs. Hab dich immer rausgeredet, doch ein Sorry kam nicht. Heute merke ich, dass das Leben mich kein Ponyhof ist. Halt mich fest. Es tut mir leid. Ich sag's nur einmal, also hör mir zu. Okay. Finch, es tut mir leid. Nein! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hi. Hold Me Now von Finchy! Riesenapplaus! Der Finch von Paul. Das ist ja so eine richtige Raver-Mucke, ne? Zum Dubsteppen und so. Und zum Pogen unter einer Brücke, so. Der ist so, die machen ja die Rave-Partys, die Kids. Oder Annika, macht ihr doch. Immer unter der Brücke. Unter der Brücke, da schön, jeder holt einen Kasten alkoholfreies Bier. Ja. Da wird eine Box aufgestellt und da wird ordentlich geschaffelt. Da wird ein Gibbet sich gegönnt. Jo, genau. Mal auf ganz mies, direkt weitergegeben im Kreis. Mal voll mies, ey, wenn dann die bösen, die Onkels kommen. Die auf ganz beschmeckt, sehr böse, aber auch sehr gefährlich. Ja, jo, auf ganz Rasierbasis, wird nochmal was weggeraucht, jo, voll geil. So. So läuft das doch, Jungs, oder, Bowser? Wir können's noch. Joko, ist doch so, wir sind doch cool. Wir sind cool. Ist so. Mit einem alten Opa-Daumen. Cool. Top. 4, 3, 3. Jetzt kommt Polizei. Deichkind der Natur. Es ist doch immer alles falsch. Das hier so nicht gebucht in der Natur. Vielleicht als Doku ganz okay in der Natur. Deichkind denn Natur? Tut dir die Nackenstütze weh in der Natur. Ohne Deichkind in der Natur? Bravo. Wow. 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 Ich hab gedacht,
gedacht, der Natur. Annika, Matchball. Durch meine Motivationssprüche. Und durch mein Motivationsding. Weil er immer sagt, gib Vollgas. Gib Vollgas, sag ich immer. Gib Vollgas. Hansi Flick, wenn du keinen Bock mehr hast, ich mach dich, krieg die Jungs auf den Rasen. Fit. Die werden Weltmeister. So, Dennis, was ist bei dir los? Totalausfall. Ich hab 3 Punkte, ich bin zufrieden. Alles klar, weiter geht's. Lena, Looking for Love. Yo! Oh, das ist jetzt scheiße. Gewünscht von Ramona. Vielleicht sucht Ramona auch for love, Willi. Du hast doch gesagt eben, Single Ladies sind bei dir immer sehr beliebt. Ja, klar, einfach. Aber niemals mit Herzen spielen, mein Bruder. Natürlich nicht, Bruder Herz. Lass die Herzen in Ruhe. Natürlich, weil das ist, wer Herzen brechen, das ist, macht man nicht. Macht man nicht, schön oder? Gesagt. So, ist so, ist wirklich so. Schön ist so, oder? Ist wirklich so. Ernst? Ist ja wirklich so. 4-4-4. 4 Match, 3 Match. Alles klar. Weiter geht's. Bevor sie dazu kommen, was sie hassen, in Worte zu fassen, bin ich da und trock den Wichsern die Luft. Sag nur ein Wort, ich geh für dich in Flammen auf. Bevor du eine Träne weinst, gehen wir alle drauf, nur für dich. Nur für dich. Ja! Und damit gewinnt Dennis die 2. Runde heiß und fettig. Der Titel. So, Willi und Annika. Machen wir das jetzt Duett oder machen wir K.O.? Sekunde, ihr macht das gemeinsam. Und oh, das natürlich, ja Willi, ganz wichtig, das umhängen. Geht das ja, gib ihm, genau. Genau, so, pass auf das Mikrofon so ein bisschen auf. Kann ich dir auch gerne helfen. Danke dir. Zwischendurch so mal hier drauf zeigen. So, ihr beiden singt jetzt von Lynn Ritz, Skinritz, Sweet Home Alabama. Lynn Skinner, du Trottel. Darling, carry me on to the union high. Singing songs about the Southland. I miss all of once again. I think she's just a girl. Podeste, Willi, das Schild. Du hast es wirklich. Wenn das keine 2000 Votes waren, dann weiß ich auch. Das ist unsere Familienhymne, ne? Das hast du jetzt gesagt. So. Das war eine tolle Runde. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Tabelle. Was tut sich da? Was macht sich da? Da ist einige Bewegung drin. Dennis mit seinen Punkten geht auf Platz 2. Annika weiterhin auf 1. Riesenapplaus mal für die 3 hier. In der nächste Runde spielen Willi, Dennis und Joko. Willi, Dennis und Joko, bitte auf die Bühne. Ihr drei spielt Willi, Dennis und Joko. Und in der übernächsten Kategorie suchen wir US-Hip-Hop-Hits. Because I Got High zum Beispiel. Oder Eminem, Stan zum Beispiel. Ist das US-Hip-Hop? Ja, ist doch Hip-Hop, ne? Oder irgendwie von Lil Nas X. Das ist auch US-Hip-Hop. Also schreibt's in den Chat, ihr seid ja mehr bewandert als ich. Ich höre nur Promille-Pop. Von Dicht und Doof höre ich nur. Das ist auch fast US. Ja, ist aber wohl gar nicht. Leider gar nicht. Schreibt's in den Chat und seid Teil dieser tollen Show. Und ich würde sagen, kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Was war die Frage?
Was war die Frage? Songs mit Fragezeichen im Songtitel oder Songs, die als Frage gestellt wurden? Also tricky. It's tricky, tricky, tricky. Ich bin raus. Okay, Willi, er ist doch vielleicht sogar deins. Ehrlich? Okay. Joko, stellst du lieber Fragen oder gibst du lieber Antworten, mein Bruder? Ich bin begeistert von deinen Skills, wie du diese Show hostest. Das muss ich wirklich. Großer Applaus für Willi nochmal. Nein, wirklich. Ich würde mir wünschen, auch so eine Chance zu haben, wo man das Publikum beleiden kann. Sind Sie doch gewohnt, Sie wollen das doch. Wirklich, wollt ihr das? Doch, ja, das wollt oder? Wollt ihr beleidigt werden? Nicken. Ist das wirklich so hier? Sonst ist da nicht was damit zu tun, weil ihr alle aus Frankfurt seid, oder? Nein, das ist ganz Deutschland. Guck mal, ich mach das. Aber das ist der Unterschied. Ich mach das und es kommt böse an. Du machst das und die lachen und klatschen. Ja! Die lachen nicht aus. Ja, du machst das sehr gut. Ich bin Fan von euch. Bowser, Annika, macht's euch Bock da hinten? Super. Bowser, du darfst auch gleich mitspielen, keine Sorge. Gleich bist du dran. Ich hoffe, ja. Machen wir gleich. Okay. Ich bin immer, ich fieber für euch mit. Los geht's. Das ist David Guetta, Rihanna, Who's That Chick? Weiter, okay. Who's That Chick? Oder natürlich Who's That Bitch? Du dachtest, das war die Opener Musik? Ja, nein, ich habe gedacht, da wird jetzt eine Frage gestellt, was im Song gesungen wird. Okay. Ich antworte dann darauf. Das lag an meiner Moderation, bei mir genau. Vielleicht. Da müssen wir den Punkt eigentlich wieder abziehen. Ja. Das eigentlich schon, ja, oder? Ja, oder? Ja. Ihr wünscht wohl das von irgendeiner Kiki. Kiki 234. Okay. So. So viel Zeit. Könnte da nicht mal jemand seine Handynummer eintippen und dann rufen wir die Person live von der Sendung aus an, von deinem Telefon? Das können wir machen, von meinem Mobilgerät. Ja, natürlich, klar. Mach das ruhig, schreib's rein. Oder PayPal. Und Adresse natürlich auch. Und natürlich auch. Oder PayPal. Ich kann hier noch was lernen, wie gut. Ja, natürlich. Ist wie so eine Art Schulung für dich jetzt. Ja, absolut. Ich lerne das Internet heute. Workshop hier für dich heute. Ja. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. 010 weiter. Kraftclub, aber wie viel ist so ein Outfit wert? Nein! Hä? La, la, la. Dann sage ich Kummer, wie viel ist dein Outfit wert? Ja! Das ist irritierend. Joko, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, weiß nicht, die Hose habe ich geklaut, kein Witz. Der Pullover ist mir zugeschickt worden. Die Schuhe habe ich mir selber bestellt. Weiß ich nicht. Also 40.000 Euro. Bei dir? Das kann ich gerne sagen. Schuhe, das kennt man, 200 vielleicht. Socken von Falk, Anzug von Job. Insgesamt, schätze mal, 320 Euro. Ich glaube, bei dem Einzigen, bei dem es interessant wäre, wäre es jetzt du. Ja, und jetzt was ist dein Outfit wert? Wie viel ist dein Outfit wert? Alles self-made. Jo, alles self-made, alles. Eigene Produkte. Ja. Ja. Und bei mir ist es einfach nur Privatsache. Es geht euch gar nichts an. So. 020, weiter geht's. Es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir. Wer, wenn ich wir gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Vincent weiß, wer, wenn ich wir. Ah ja! Joko, bist du nicht Teil des Musikvideos von diesem Song? Was? Ist der Witz, weißt du, auf deinen Schultern oder du auf oder andersrum? Irgendwie du ist das doch so. Vielleicht. Was ist denn ein Musikvideo? Ey, was ist denn los mit euch? Mach mich doch nicht so an. Bist du? Ja, er ist er. Ja, ich war beim Songtitel nicht mehr. Liebe Grüße, Vincent. Ja, wir vergessen dich nicht. Dein Bruder, also dass ich nicht die Handyvideos zeige, die du mir privat schickst. Hast du ja, wir haben noch einen Joker, klar. Ja. Okay. Nee, hast du deinen? Warte. Du hast deinen schon verwendet eben. Du hast deinen. Was meinst du, nicht jede Runde? Nee, ich habe auch gedacht. Habt ihr noch welche? Was? Das hat mir keiner gesagt. Nur Dennis hat noch einen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum du direkt gezogen hast. Hä? Ja, ich hatte gedacht, wir haben mal jede Runde. Nein. Einmal. Sehr schwer. So. 030, das ist ja sehr einseitig aktuell, aber ja, ist doch alles drin. Gibt Vollgas! Ja, danke. So, weiter.
das habt ihr nur für mich reingemacht, weil das so aus meiner Jugend ist. Scooter, how much is the fish? Ja! Geil. Bowser, isst du gerne Fisch? Sehr gerne. Ist doch sehr gesund. Wegen ich Omega-3. Liebe deine Moderation. Das war noch wie viel ist dein Outfit wert? Joko, wie viel ist dein Outfit wert? Ist das Fisch? Bowser, isst du gerne Fisch? Ist doch super. Omega-3? So, nee, du, ich meine das ernst, du machst das gut. Danke. Richtig so. Gut. Annika. Und jetzt aber Vollgas. Was ist mit dir, Annika? Isst du auch gerne Fisch? Ja. Fährst du oft Scooter? Nee. Okay. 031. Vollgas, ja. Vollgas. Hat geholfen, Joko, bitteschön. Ja, natürlich. Du so. Sagst nochmal. Er hat tatsächlich recht. Vollgas. Ja. Kommt noch was von Scooter jetzt? Should I stay or should I go? Oh, fuck. 3, 2. Wie gut. Dennis, du hast noch einen Joker, Dennis. Got to let me know. Ah, fuck. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Dennis, du hast noch einen Joker, ne? So, you got to let me know. Ah, the who, should I stay or should I go? Dann ist es falsch. Das ist frech. Should I stay or Willi, should I go? Willi, weißt du's? It's always taste. Oh my God, the clash! Should I stay or should I go? Keine Chance. Keine Chance. Telefonnummer? Nee, ne? Ihr wünscht, nee, Juno. Aber die Nummer habe ich von dir, deswegen brauche ich die nicht reinschreiben. 031. Mein Kollege. Sollte ich stehen oder sollte ich gehen? Ja, bleiben, nicht bitte bleiben. Bleib. Ja. So. Bitte bleib. Und wer ist, should I stand? Should I stand? Ja, mega, weiter! Ja. Dankeschön, da vorne. 031, weiter. Bitte Buzzer resetten. Ja, 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 they wanna know who's that girl. Boah, ganz random. Who's that girl von den Pussycat Dolls? Who's that girl, Missy Elliott? Nein. Was? Ah. Joko, komm, ist doch deine Abtanzmucke. Can I turn you on by my word spell? Look into my eyes, think I want you, can't tell. Who's that girl, Lil' Kim? Was? Von Eve. Eve! Eve! Was hast du gesagt? Lil' Kim. Keine Ahnung. Von Eve. 0190, 6 mal die 6. Die habe ich doch schon eingespeichert. Ich wieder mal an, wenn ich im Hotel bin. Hallo? Hallo. 031. Willi, was ist los? Läuft. Wie, was war die Frage? Also beantwortest du nicht gerne Fragen? Doch, doch. Ich bin jetzt drin und ich habe es verstanden und jetzt Vollgas. Okay, ich wollte kurz sagen. Ich habe noch einen kleinen. Ich habe noch was für dich, Willi. Oh. Wo ist das denn jetzt? Freue ich mich. Hier war doch eben noch ein Fußball drin. Ich wollte doch, dass du mich anleitest, wie man einen schönen Trick macht. Machen wir gleich. Ach, da ist er. Was ein Zufall. Guck mal, hier direkt. Oh, das ist kein gutes Omen. Das war geplant. Das war geplant. Wir sind nominiert für die Goldene Henne auf www.goldenehenne.de. Könnt ihr abschalten, nicht? Könnt ihr abstimmen? Scrollt bis ganz nach unten. Da steht Dennis und Benny Wolter. Da ist ein Klick einfach ganz schnell gemacht. Und schon werden wir Gewinner einer Henne. Dankeschön. So. Ganz flott, Willi. Ja. Ja, ich spiele dich an und du hebst ihn hier in die Hände. Weißt du, wie ich okay. meine? Ich nehme ihn in die Hände. Ja, aber du nimmst vom Fuß. Also, Benni, warum mal weißt Torwart? Ja. Stehe ich so gut, Regie, oder soll ich mich anders stellen? Weißt du, wie ich meine? Kriegst du es hin? Mach einfach mal, ich werde. Zeig mal. Ich werde reagieren. Ah, okay. Oh, okay. Aha. Oh, ah, okay, oh, okay, okay, aha. Okay. Okay, ein noch, ein noch. Öpp. Höp. Ja, ist gut. Hey, stark. Oh. Ein noch in den Nacken. In den Nacken. Joko. Sehr gut, Joko. Aber ich würde nicht mal. So.
Was? Joko ist doch gut im Fußball. Ja, stimmt, Joko, du hast doch letztes... Es ist richtig. Ich möchte noch mal kurz zu meiner Verteidigung sagen, alle, die diesen Clip gesehen haben, ich hatte meine Brille nicht auf. Der Schuss war wirklich... Das ist der Winterschall. Ey, das war für mich, war das so, da kam was Weißes und ich habe es nur am Fuß gemerkt und dann habe ich es gesucht. Du bist die ganze Halbzeit... Irgendwo da ist das Tor. Und dann habe ich ja drüber gedacht, das war sehr unangenehm. Du warst die ganze Halbzeit lang blind quasi. Ja. Wieso hast du die Brille nicht auf? Dann habe ich aber als Erster, glaube ich, die zweite Halbzeit mit Brille gespielt. Und warst der Beste. Und die war... Aber noch schlechter. Danke, lass uns weitermachen. Das ist mir unangenehm. Ja, weiter geht's. Michael Jackson, Hold Me. Ah, ich weiß nicht. Deine Verhältnis gibt es einen Joker, Werther. Ich will nur nicht einsetzen. Will You Be There von Michael Jackson. Will You Be There. Keine Chance. Gewünscht von Ich hätte nicht mal Michael Jackson erkannt. Ehrlich? Nein. Das war ein Witz. Das ist ein Minderes. Wenn du schon Vincent Weiß dich erkennst, obwohl du mitspielst, dann würde ich mich gar nicht mehr wundern. 031, gewünscht von Tessa. Ist schon sehr lange so, ne? Ja. Ja. Okay, Willi, Vollgas. Ja, top. Weiter. Das ist wirklich, es tut mir leid, ich bin älter als ihr. Do you really love me, Boy George? Do you really want to hurt me, Culture Club? Hey, ich nehme deine Entschuldigung an. Joko, was war das denn? Ja. Aber Boy George ist ja Teil von... Ja, Culture Beat. Culture Club. Culture Club, Culture Beat. Culture Beat war Mr. Vane. Calling Mr. Raider, calling Mr. Und Culture Candela ist noch mal eine Schippe drauf. Ja, Culture Candela ist... Hammer. Du bist Hammer. Hammer Mama. Berlin City Girl. Bowser, hast du Culture Candela schon mal kennengelernt, die Kombo? Nee. Sollen wir vermitteln? Nee. Annika, du bist Hammer, ist doch ein Abtanz-Hit, oder? Hier, bei Studenten, ja. Schüler. Ja, mega. Ja, okay. Weiter geht's. Viele Grüße. Weiter. Eine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allen bereit. Und wenn ich... Und warum Tic-Tac-Toe? Warum Tic-Tac-Toe? Ja! Durch mein Vollgas! Ja! Ja, also wirklich. Und jetzt bin ich noch nicht mehr beim Sing dran. Das können wir uns teilen, wenn er das jetzt will. Das wird gleich ein tolles Duett. Das war mein Nummer-Szenario. So. Gewünscht von Emil. 141, weiter. Joker einsetzen? Ich hab keinen Joker. Du musst nicht. Nein, du musst nicht. Ich ziehe meinen Joker für den Herrn im weißen T-Shirt. Das ist schwach. Komm nach vorne, weil das nicht. Das ist schwach. Das ist ja dein Fünfter. Ja. Was anderes. Du kriegst deinen Namen. Wie ist dein Name? Wenn du was anderes Niklas 22 und das ist... Hey, Paul. Von den Pixies, Where's My Mind? Wir spielen bis 10, wollte ich gerade sagen. Denn es ist natürlich, das hat Willi zu Recht gesagt, ein bisschen Abend. So dein letzter Punkt. Letzten dann als Punkt durch den Joker. Das ist so, als ob du. Macht man nicht. Kein Volldampf! Voll Gas. So, jetzt habe ich eigentlich Sprüche vergessen. So, 1-4-1, das heißt, Willi und Joko, ich würde euch am liebsten in Duett sehen. Und diesmal bekommt Joko hier schön meine kleine Feierschärpe. Ja. So, was dürfen wir singen? So, das sage ich euch jetzt. Bisschen was so, ich guck mal. Es gibt etwas Tolles, und zwar singt ihr beiden jetzt von Nena 99 das Luftballons. Riesen Applaus. Das ist gut. Kennst du Nena? Nee. Du auch nicht? Hast du etwas Zeit für mich?
dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht auch an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Sehr gut, sehr lange instrumental war. Der kann er endlich. Ja, guter Sack. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Neun Berufen aus dem All. Darum schick ich einen General. Als wie ich da hinterher. Abzugeben, wenn's so wäre. Einfach nur am Horizont. Nur 99 Luftballons. Goldene Hände. Die kommen beim nächsten Mal. Goldene Kamera gibt's nicht mehr, die haben wir kaputt gemacht. So, einmal wieder hinter die Podeste. Wir schauen mal auf die Tabelle. Was ist für den Verlierer nochmal? Was passiert da? Peitschenhiebe. So, oh, Dennis aktuell ganz oben, Riesenapplaus, Annika auf zwei. In der nächsten Runde spielen Willi Bowser und Annika. Die können sich hinter mir schon mal platzieren, Willi Bowser und Annika. Und für die übernächste Kategorie suchen wir 90er-Hits. Schöne 90er-Dinger. Die geilen 90er-Bretter hier. Was gibt's alles für geile 90er-Hits? Haut mal was raus, Publikum. Was gibt's für 90er-Bretter? Oli P., Flugzeug im Bauch zum Beispiel. Sowas. Oder andere 90er, geile 90er Dinger. Hier, Like a Virgin von Madonna. Oder war das 80er? Ich glaube, es war 80er. 90er, hier, pur Abenteuerland. Nimm mich mit in unser Abenteuerland und wir haben heute die Zaubernacht mit vor uns. Solche Geschichten. Solche Dinger gibt es in den 90ern. Die gab es. Die 90er waren ein tolles Jahrzehnt. Ich bin 1990 geboren. Weltmeisterkind. Habe am 19. Oktober Geburtstag. Also, falls ihr Lust habt, mir eine Collage zu machen oder Geld zu schenken, dann ist die Adresse in der Infobox, aber erst für die goldene Hände abstimmen. So, legen wir los mit der nächsten Kategorie. Hip-Hop made in USA. So, Hip-Hop made in USA. Bowser, deine Ecke, US-Hip-Hop, kennt sich aus? Kommt drauf an, von welcher Zeit, aber ja, im Großen und Ganzen denke ich, bin ich sehr gut aufgestellt, aber ich glaube Willi auch. Ja, okay. Annika, du doch auch. Oder wenn ihr Bierpong spielt, hört ihr da US-Hip-Hop. Da ist man doch richtig motiviert. Blum, ja! Oh Mann. Oder nee, das ist deine. Ich bin wieder der Vollgas-Typ. Ja. Wir geben Gas. Natürlich weiterhin schön in den Chat schreiben. Kommentiert fleißig, auch live während der Rubrik. Und dann findet ihr hier Platz. Oh, los geht's. Kanye West Power. Ja. Schneller. Gewonnen, gewünscht von Angie. Angie hat diesen Song gewünscht, 010. Ging sehr flott, super Bowser. Das war echt pfiffig. Joko, Dennis, ihr beiden da hinten in der VIP-Lounge. Wie geht's euch? Sehr gut, vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter. Oh. Travis Scott, Goosebumps. Ich glaube, der klappt nicht. Goosebumps heißt hier, Gänsehaut. Gänsefüßchen. Gänsefieber. So, Goosebumps. Wann kriegst du Goosebumps, Annika? Oh, montagmorgens in der Schule. Wenn du die Lehrer siehst, ne, wenn dir schlecht wird. Aus Angst? Ja, ganz schlimm. Willi, du Goosebumps, wann kriegst du die? Wenn kalt ist. Ja, wenn kalt ist. Wenn kalt ist, wenn du auf dem Platz stehst und im Milch fällt. Ist kalt, ohne kein Bock heute. Bowser und du, wenn du einen geilen Hit hörst oder geilen Hit schreibst. Ich hatte gerade eben, was die beiden hier gesungen haben. Das war auch gut. Ja, danke. Noch mal einen Riesen Applaus gemacht. Danke. Okay. Weiter geht's. Nicki Minaj, Anaconda. Mega gut. Das ist nämlich auch doppeldeutig gemeint, liebe Leute. Erklär mal. Das ist.
Das möchte ich jetzt. Das ist doch. Das, ich sag das euch, wenn ihr abstimmt bei der goldenen Helle. So, das ist nämlich, damit ist der Pipi-Mann gemeint, der sich abzeichnet. Joko, steh mal auf, da können wir es sehen. 030, weiter! Also, 50 Cent. Candy Shop? Nein! 50 Cent in the club. In der Club? Danke für den Punkt. Gewünscht von Kritzknten 00X. Wunderbarer Name. Annika, ich hab dich doch gevolle powered. Das ist, glaube ich, der erste Song, den ich gewusst hätte. Das ist ein Klassiker. Matchball für Bowser, noch ein Punkt und du gewinnst die Runde. Ich glaube, das gab's noch nie, dass jemand hier wirklich zu null die Runde geräumt hat. Weiter geht's. Ja, das kann ja nicht sein. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Das ist ja, dafür gut. Nochmal einen zweiten. Das ist ja unglaublich. Wirklich. Oh, wirklich. Tja, Annika und Willi, ihr habt jetzt was zu tun. Ich bin ja nur deswegen hier. Und zwar singt ihr beiden jetzt Strafkaraoke. Und zwar Genie von Falco. Oh. Okay. Annika, das ist für dich diesmal. Kennt man, oder? Das ist natürlich. Genie, oh, what you Kannst du einen Song? Das wird gar nicht. Strafkaraoke. Oh ja. Jenny, komm, steh auf, bitte. Du bist ganz nass. Schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehen. Und wo ist der Schuh? Du hast ihn verloren, als ich den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du, dich, ich nicht, oder? Dankeschön, das ist ja. Ganz nah dran. Das war die schnellste Runde und die beste Karaoke, was ich jemals hier gehört habe. Also. Oh. Wagen wir jetzt den. Wenn du nach Hause fährst, musst du es nicht auf dem Heimweg im Auto nochmal im Original anhören. Weil ich würde mich interessieren, wie das Original ist. Aber es war wirklich sehr, sehr gut. Es war nah. Es war nah am Original. Ja. Er hätte sich gefreut. Spätestens im Auto werde ich auf jeden Fall den Kopf runternehmen. Kommen wir jetzt zur Live-Tabelle. Wir schauen mal rein. Was ist da passiert? Oh, da bewegt sich einiges. Genauso wie ich jetzt hier gerade. Ich wanke nach vorne. Dankeschön. In der Nähe. Das ist meine Personal Trainerin. Ja, ich mache meine Schritte. Kommen wir jetzt. Er bewegt sich! In der nächsten Runde spielen Joko, Bowser und Dennis. Die können sich schon mal platzieren. Willi und Annika gehen auf die Couch zusammen.
Ah, oh, gut, so. Also, für die übernächste Kategorie, das ist das Finale, suchen wir eure Lieblingslieder. Also schreibt sie jetzt in den Chat. Lieblingslieder rein, da gibt's ja viele tolle. Ich sag immer wieder, Dicht und Doof, An die Wand, Rudi das Schwein. Dann gibt's natürlich auch ganz viele Lieder. Von The Proles ist die Ex-Band von Atze Schröder. Die haben auch ganz viele tolle Hits rausgebracht. Oder hier, Echo Fresh, auch super tolle Hits. Also schreibt sie in den Chat rein und seid Teil dieser tollen Unterhaltungsshow. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Nur die 90er. So, nur die 90er. Ganz kurz, Annika, für dieses Karaoke-Ständchen eben kriegst du von mir die Krone hier. Die kannst du schon mal aufziehen, genau. So. Nur die 90er. Und da ist der Name Programm. Wir spielen Songs aus den 70ern. Und nein, natürlich nicht. 90er-Hits wurden gesucht und werden weiterhin gesucht. Also chattet schön eure Songs rein. Joko, Bowser, Dennis, habt ihr Bock? Ja. Ja. So, los geht's. Bittersweet Symphony, The Verve. Gewünscht von Fallen Angel. Fallen Angel hat diesen Song gewünscht. Bittersüß, ja, das ist auch die Liebe, manchmal. 1-0-0, weiter. iPhone 65, I'm blue. Blue, nur blue. Nur blue? Ja! Yeah. Wir haben heute hier für euch nicht nur Songs aus der Konserve, sondern auch, ich sage mal in Anführungszeichen, Live-Musik. Das heißt, wir singen euch jemanden, der euch einen Song präsentieren wird oder mehrere Songs präsentieren wird. Und ihr müsst weiterhin klassisch raten, wie gerade auch. Er ist eine absolute 90er-Jahre-Legende. Los geht's. All the loneliness is always been. Backstreet Boys. Ah, oh, fuck my life. Nee, falsch. Das wäre ein guter Song gewesen. Ah, ist das Best Advice, Quit Playing Games with My Heart? Okay, lass laufen. Friend of mine, I can't get you out of my head. People say... Backstreet Boys, as long as you love me. Yeah! Yeah. Riesenapplaus für Olli P., der, obwohl er erkältet ist, hier trotzdem mitgemacht hat und weiterhin ganz mitmacht. Toll. Riesenapplaus für Olli P. Gute Besserung. Gute Besserung, Olli. Vollgas. Vollgas. Olli P. 1, 2, 0. Und der Song wurde gewünscht von Horny. Aha. Wow. Okay. Weiter geht's. Du bist schnell. Aber ich habe keine Ahnung. War da eine Fliege auf dem Wasser? Warte, Zombie. The bla. Nein, Scheiße! Cranberry, Zombie. Ja, Cranberry. Ja! Song wurde gewünscht vom Flexer, der Flexer. Flex alle mal, komm, wir flexen mal alle gleichzeitig. Joko flexen. Annika, Willi flexen. Jo. So, ihr auch im Publikum alle flexen. Ja. So, jetzt bis zum Ende der Show so bleiben. So. 1-3-0. Dennis? Das ist hier zu okay. Schwer. Gib Vollgas, danke. Yes. Kartoffelbrei. Okay, weiter. Das ist hier. Spice Girls. Oh, das gibt's nicht. Blackout, ich bin aufgeregt. Spice Girls, My Friends. Nein. Spice Girls Wannabe. Ja! Ah, Scheiße! Mann! Gewünscht von Svenny Boy. 1, 3, 1. Weiter.
Es war zu jener Zeit, wir hatten wieder mal Streit. Da standst du an der Tür. Gib mir mein Herz zurück. Oli P. Zurück zu mir. Ich sag nicht. Gib mir mein Herz zurück von Herbert Grönemeyer. Hä? Da, mein Schatz. Flugzeuge im Bauch. Und von Oli P. Ich will nur nicht singen. Du, das ja, liegt an Dennis. Letztlich Schmusi hat sich diesen Song gewünscht. Schmusi. Willi, schmust du gerne? Was? Schmusen. Sich so kuschele. Fremdwort. Machst du nicht? Ich weiß nicht, was du meinst. Annika, ah nee, das ist ja, dann kuschel ich mal mit dir. Ich zeig dir mal, wie Schmusen geht. Applaus, wenn ich laufe. Annika, kannst du mal ganz kurz da drauf? So, wir gucken jetzt irgendwie, wir gucken jetzt eine Doku. So, und dann eine bin Doku. Ich. Ja, irgendwie eine Doku. Okay. So. Big Bang Theory, guck dir. Big Bang, genau, Folge 700 auf Pro7. Und jetzt bin ich langsam so, und dann bin ich so langsam kuschelig drauf. Mhm. Oder bin ich so schmuserig, dann mach ich so. Und wenn ich so ein bisschen rutsche? Das ist übergriffig, was du da machst. Dann rutsche ich mit. Okay, okay. Dann will ich so schmusen. Ah, okay, und dann mach ich. Belästigung. Okay. Ja, ich will gerade sagen, dann mach ich aber, dann schlafe ich auch so ein. Ich will nicht mehr, ich will nur schmusen. Das ist falsch, wie du es erklärst. Schmusen per se ist etwas, da, das. Machen wir doch gerade. Wollen beide, aber du machst das. Na gut, so schmuse ich. Dankeschön. Aber danke dir. Annika, gerne wieder zurück. Schmusen in Chill mache ich immer ganz gerne. 141, weiter. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ja! Ist aber kein 90er-Song, oder? Heute nicht, ist das 90er? 90er, ja, Genie in a Bottle ist 90er, okay. Gerade okay. An der Grenze. Dennis? Ja? Was ist deine Lieblingsflaschenform? Wasser ist kaputt. Lieblingsflaschenform? Hm? Lieblingsflaschenform. Bauchig. Bauchig. Ja. Deswegen bin ich auch dein Lieblingsbruder, ne? Weiter geht's. The Offspring. Pretty Fly. Yeah! Der war gut. Ich kann nur Respekt zollen. Danke nochmal. Du hast gewonnen! Oh. Er hat schon wieder gewonnen. Aber ich muss nicht singen. So. Dennis, du, Dennis, ein Punkt. Du musst leider singen. Soll ich mit dir zusammen singen? Wie in Trance. Ja, soll ich Dennis nicht zusammen singen? Wir beide singen jetzt What is Love von Hathaway. Stark. Strafkaraoke. Danke. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Wildohr für uns hier. Goldene Henne ist nur ein Klick. Und ihr macht uns happy hier drauf. Geht schnell. What is love? Verlierst Federn. Ja? Nicht nur auf dem Kopf, ne? Okay, wir schauen jetzt mal auf die Live-Tabelle. Und da passiert schon sehr, sehr viel. Bowser auf Platz Nummer 1, Riesenapplaus. Gefolgt von Dennis.
Oh. Ich stelle mich mal nach vorne, obwohl ich das, glaube ich, gar nicht soll. Aber ich werde mich jetzt mal den Regeln entgegensetzen. Also, wir spielen jetzt das große Finale gleich. Das heißt, ich möchte von bei euch im Publikum eine Mordstimmung. Ist das klar? Wir sind heute so flott durch. Wir sind so flott durch. Ich muss mir noch mal kurz die Tabelle angucken. Zeig mir noch mal die Tabelle. Ich muss schauen, wen ich da vorne hole. Bowser, Dennis und Annika. Joko, bitte zur Couch. Riesenapplaus für Joko. Annika, sauber. Da bin ich doch. Annika. So, ihr merkt schon, jetzt ist heute eine ganz besondere Stimmung. Bowser, du rast ja hier durch das Turnier. Hammer. So, natürlich auch noch mal Riesenapplaus für Willi und Joko, die hier mitgemacht haben. Yeah. Eure Lieblingslieder in den Chat, abonniert den Kanal und bedaumt fleißig, dann landet ihr hier im großen Finale. Und ihr könnt euch auch mal bewerben. Bewerbt euch mal im Chat, warum wollt ihr hier mal teil sein? So wie Annika hier heute hier. Dann bewerbt euch mal nicht. Los! Oh. Regeln sind bekannt. Es geht jetzt maximal 4 Minuten. Es geht maximal 4 Minuten. Ich glaube, es steht am Ende 5-0-0. Das ist doch die falsche Einstellung gewesen heute. Das ist nicht die richtige Einstellung. Ihr seid Kämpfer. Ihr seid wirklich Kämpfernaturen. Besonders Annika. Du hast dich wirklich aus dem Publikum rausgearbeitet und stehst jetzt hier im großen Finale, Mann! So. Kommen wir jetzt zum großen Finale! Finale. So, Lieblingslieder wurden sich gewünscht oder werden sich weiterhin gewünscht. Und ja, seid ihr ready? Volle Kanne. Ja, Mann. Los geht's. Von Torge 0-0-0. Seid ihr eigentlich traurig, dass ihr nicht im Finale steht? Oder ist egal? Ne, wir spielen ja selber für uns. Ja, wir haben ich führe gerade. Ich bin jetzt mal traurig, dass ich die nicht mehr singen hören kann. Können wir gleich machen. Ihr schmust auch gleich bestimmt ein bisschen, oder? Ja, nee. Du hast mir irgendwie kritisiert, Joko, dass ich nicht weiß, wie schmusen geht. Ich habe nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, dass das, was du machst, was anderes ist, als das, was du zeigen wolltest. Okay. 0-0-0 weiter. Eternal Flame von den 3, 2, 1. Sugar Babes. Nein, Mann, wie heißen die nochmal? Eternal Flame, Atomic Kitten. Ja! Annika, hast du Haustiere? Nein. Kätzchen, Meerschweinchen? Nee. Nee, noch nie gehabt? Nee. Wieso nicht? Kein Bock oder hat es nicht ergeben? Aber wir hatten mal Fische. Ja, okay. Nicht ergeben. Also keine coolen Tiere. Bowser, du hast doch eine Schlange oder einen Leguan oder so, oder? Nee. Gar nichts? Gar nichts, nee. Okay. Ich hab. Nee. Nee? Joko, Willi, habt ihr Haustiere? Ja. Ich habe einen Hund seit einer Woche. Ah. Hat sich ergeben. Hat sich ergeben. Hat sich ergeben. Ja, total, total niedlich. Ihr musst gut schmusen. Aber so wie ich schmuse, ne? Nicht so wie du schmusst. 0-0-1, weiter. Stoff und Schnaps von Lil Kleine und Ronny Flex. Ja! Stoff und Schnaps. Apropos Stoff und Schnaps, die goldene Henne wird weiterhin morgen verliehen.
beim MDR. Und da haben wir die Chance, es abzuräumen. Macht es möglich! Macht es möglich! Nee, komm, Mario, es möglich! Macht es möglich! Macht es möglich! Okay. 011 weiter. Robbie Williams, Millennium. Bei 1 Millennium. Annika, wann bist du geboren? 2004. Also in Millennium. Ach, okay. Fang jetzt gar nicht an zu reden. Weiter geht's. wie hieß der Typ? Milo? AO Technology. Gewünscht von Tit-Tac-Torsten. Tit-Tac-Torsten hat diesen Song gewünscht. IO Technology von Milo. 031 0. Dennis oder Annika? Du bist 0, Annika, ne? Ja. Vollgas! So. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzen, in den Schuhen, bitte Herr, vergib mir nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter dem Henning Mai und Kai Z, Hurra, die Welt geht unter. Oh. Ja. Das hätte ich wissen müssen. Also, wann geht die Welt unter? Was glaubst du? Früher als uns lieb ist. Ja, oder? Ja. Erleben wir das noch? Hoffentlich. Ja, doch, nee, wahrscheinlich schon. Ja. Du verglühst noch, Benni. Du verglühst. Was? Du verglühst. Weil ich unter die Sonnenbank gehe oder meinst du grundsätzlich, weil uns ein Feuerball trifft? Feuerball. Okay. 0, 3, 2, weiter. An alle meine Brüder hinter geht das Leben. Kokaina, Miami Essen. Ja. Wünsch von Prachtprängel HD. Willi ist auch im Chat. Super. Kokain. Null Punkte, Annika. Du kannst es immer noch schaffen. Wir hatten ja wirklich. Wo ist mein Joker eigentlich? Ihr habt ja alle keinen mehr. Doch, ich hab. Du hast einen noch? Ich hab noch einen. Da liegt noch einer. Die Joko bringt ihn. Hey. Vielen Dank. Also, glaube ich, der Einzige, der ihn nicht braucht. Der hatte ich auch. Falls es eng wird. Falls es eng wird. So. 0, 4, 2, weiter geht's. Justin Timberlake. Dance. Justin Timberlake, can't stop the feeling. Ja! Der Wunsch von Klausi Mausi. Justin Timberlake, auch eine Legende, Living Legend. 043. Weiter geht's. Justin Bieber, Ghost of You. Ja. Noch Ghost of Pause. Ghost of You. Of You habe ich einfach so von mir. Nee. Du laberst viel vor dir her, aber das zählt dir gar nicht. So, 043. Weiter geht's. Oh mein Gott. Bossa, Elbe. Ja. Wow. Sauber, Junge. Danke. Alles wunderbar. So, am Herd. Super gemacht. Junge, wir machen gleich. Das war, ey, kennst du den Song live? Und Bowser hat, ich finde, völlig zu Recht gewonnen. Aber alle anderen haben auch richtig geil mitgemacht. Und nochmal einen Riesenapplaus mit der Publikum und dir. Es hat uns wieder einen Heiden. Spaß gemacht, oder Dennis? Was sagst du? Folgt uns, abonniert uns, abonniert den Kanal und wir sehen uns auf der goldenen Helm. Richtig.
Wenn ihr den Kodis was über ein Bier was gleich kriegt, dann sehen wir uns. Wir haben morgen ein tolles Video, und zwar mit Kofferplatte. Und zwar, was ist das? Einschalten, was haben. Tschüss!